Es ist einfach der einzig wahre Dexter. Was geht ab, Dexi? Okay, ja, sag mal, womit du jetzt produzierst. Ja, ich wollte gerade sagen, ich als alter Boomer produziere natürlich mit Logic. Shoutouts an Origami Beats, einer meiner Favorite-Produzenten gerade. Der hat mich auch gefragt, so mit was ich produziere. Und er meinte direkt, oh, das ist ja so voll das alte Opa-Musik. Echt jetzt? Ja, ja. Okay, was, ja. Was der wackste Rapper, für den du jemals produziert hast? Lass mich überlegen, mir fällt es irgendwann ein. Okay, dann droppe ich einfach Namen. Darf ich mir schnell Wasser holen, sagt Dizzy. Du kannst mir das Wasser reichen, aber du wirst nie... Wasser reichen? Das war irgendwie so ein bisschen, wie fängt Moneyboy seine Freestyles immer an? Auch immer so bedeutungsschwanger. Immer so dieses, ey, ich. Und dann nachdenken, kurz durchatmen. Ich bin freier als der Schnabel von einem Vogel ist. Ja, so. Was einem doch higher als ein Vogel ist, ja. Der Schnabel von einem Vogel. Ich trage mehr Eis als Eisverkäufer und ich bin der Trendsetter, du bist ein Scheiß-Mitläufer. Ja, genau. Und ich rede nicht von Eisdiele, ich rede davon, dass ich mit Eisdiele. Gibt's auch das, wo er mit dem Adventskranz auf dem Kopf so Weihnachtsfreestyle macht? King. Alan, hast du so ein Autokino-Ding gemacht eigentlich? Nee. Ich auch nicht. Viel zu cringe. Ich habe 3 Samples für Dexy rausgesucht, wovon er sich jetzt eins aussuchen wird und das flippen wird. Er wird 30 Minuten Zeit dafür haben, dieses Sample zu flippen. Und dann nach 30 Minuten schickt er mir sein Projekt und ich flippe eins von 3 Samples, die er mir rausgesucht hat. Und dann geb ich ihm mein Projekt und er macht dort weiter nach 30 Minuten. Und dann tauschen wir nach 30 Minuten nochmal und haben 3-mal jeweils an diesen Beats gearbeitet. Das erste Sample ist Bad Too Late, heißt das. Ist deine Community gerade besonders traurig, oder? Ich höre mir jetzt die Samples an, die du rausgesucht hast. Ich nehme Sample Nummer 3. Ich glaube, das wird ziemlich abgefahren. Alt, ich weiß noch gar nicht. Ich nehme jetzt einfach den Hafen-Style. Ja, und schaltest du mich jetzt stumm oder was? Ja, aber das hat nichts mit dem Beatbound zu tun. Also, nicht, dass die Leute hören, wie ich mit der Maus klicke, weil das ist auch mein Geheimnis, wie ich die Maus klicke. Ja, man soll dich sehen dabei, ob du derbe abgehst oder ob du da still sitzt und... Vielleicht fühlt es so, dass ich weine, mal gucken. Guck mal, das hier, das ist mein Leben. Einfach ganz viele Höhen und Tiefen, nein, Spaß. Warst du unterfordert? Warst du schon eigentlich fertig? Ich habe dich so einmal so Wein trinken sehen, wie du dann so reingeguckt hast in die Kamera und so warst so, ja, also ich bin eigentlich... Überhaupt nicht. Ich könnte das jetzt releasen. Ja, gar nicht. Ich bin ein Pokerface, Mann. Du hast so richtig einmal... Warte, ich mach kurz dein Gesicht, das du so hattest. Das war so... Halt's Maul, niemals. Ich schwör auf alles. Das hast du einen falschen Hals bekommen. So wie den... Ach, vergiss das. Okay, ich hör mal kurz, was du darauf gebaut hast. Ja,
ist doch fertig. Nein, ich hab doch voll viel Platz. Du hast tatsächlich eine goldene. Ich habe eine Gold und zwei Platin. Guck mal, wie er das gesagt hat und nicht in die Kamera geguckt. Ich habe eine goldene und zwei Platin. Und guckt weiter nach vorne. Und guckt nicht mal auf den Chat, dass alle Leute so sind, so, oh mein Gott, der ist so sick, weil er ist einfach so, das ist normal für mich. Nee, aber welche sind das? Würde mich jetzt interessieren. Crow und Casper jeweils, Gold und Platin. Ah. Ganz ehrlich, diese Platten wären genauso Gold und Platin gegangen, ohne mein Zutun. Ich bild mir da nichts drauf ein. Ja. Dann hören wir, was ich aus dem Sample gemacht habe. Die Flasche ist halb, noch halb voll. Also. Du hast die halb schon getrunken? Schon? Wir sitzen hier seit fast 3 Stunden. Fakt, und wir haben eine Runde. Willkommen beim A zum J-Stream. Also machen wir weiter, oder was? Ja. Wir haben uns auf dem Beatfight 2011 kennengelernt. Zeig euch mal nur so einen Ausschnitt aus diesem Beatfight. Madness moderiert, ja. Ja, Madness moderiert. Ey, das war 2011, Leute, ne? Das ist vor 9 Jahren gewesen. Ja. Passt mal auf, passt mal auf. Jetzt hört mal das Publikum. Wer ist für A zum J und 11 Supreme? Wer ist für Meilu? Okay, 3-2 ist das Ganze ausgegangen für 11 Supreme und A zum J. Einfach ausgebuht, weiß ich noch. Wir fanden es nice, da zu sein, weil vor allem das Ding ist, alle Produzenten waren total korrekt. Schuko war da, war total korrekt. Du warst da, mit dir haben wir uns direkt gut verstanden. So TK damals noch auch auf dem Casper-Album produziert und so. Aber dann halt das Publikum hat uns nur gesehen und war sofort so, buh, Röhrenjeans, Synthesizer. Ja, weiß noch wirklich, wie wir dann die Runde gewonnen haben. Und Lev und ich wirklich mit unseren MacBooks unterm Arm so dann durchs Publikum nach hinten gehen mussten so. Und dann so diese, die Leute so zur Seite gegangen sind, so richtig Walk of Shame und nur so ein Blick nach dem anderen war so, ihr widert mich an mit eurer Hipster-Kacke. Wir gehen so da durch und sind so, sorry, dass wir jetzt gewonnen haben. Ich weiß auch noch, dass wir in einem Interview dann saßen mit Schuko zusammen und dann so der Interviewer fragt, so ja, A zum J, Lev und Supreme, für wen habt ihr denn so bisher produziert? Für mich. Und Schuko, für wen hast du? Ja, für Clips. Pusha T, Lil Wayne, Azad, Savage, Sammy, Kass. Und wir sitzen so da und sind so, Bro, was machen wir hier? Yeah, I'm getting money, money. Und ich weiß noch, ich bin danach aus Versehen auf eine Taste gekommen. Und hab den einfach ausgemacht. Und dann guck ich auch zu Lev kurz rüber. Guck mal, wir lachen. Weil wir selber so sind, so, ups, ich bin gegen eine Taste gekommen. Egal, nächster Beat, let's go. Okay, wir hören jetzt aus Runde 2, was wir gemacht haben. Thank you.
mega geil. Okay, hören wir, was ich gemacht habe aus deinem. Diese scheppernden Drums am Ende, sowas liebe ich auch so. Wenn du so gerne, wenn du eigentlich jeden Beat, den du machst, auch der Simpsons-Flip vorhin waren 6 Spuren. Stimmt, waren auch 6 Spuren, ja. Hast du überlegt, dich Sexy zu nennen? Wow. Eine Anspielung auf Sexy, aber gleichzeitig auch auf die Zahl 6. Dexy nennt sich in Zukunft Sexy. Ich nenne mich in Zukunft Snacksy, denn bring mir deine Wife und ich. Ich war vorhin Pizza holen und da habe ich Berkan getroffen. Guter Typ, aber ja, vorhin habe ich Pizza geholt. Und dann saß er da. Ich war sehr geflasht, wie man in Hamburg City sagt. Ne? Mach mal Mikro aus und bitte mach einfach Beats oder so. So, letzte Runde. Beat Chain Challenge. Dexy, wir sind fertig. Kennst du eigentlich schon den MC Smoke Erotikkalender? Wow. Wow. Warum hast du den? Hören wir doch jetzt einfach mal direkt rein, was Dexy in der letzten Runde quasi aus dem Sample noch gemacht hat. Bro, ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen mal öfter Beats zusammen machen. Ja, voll gerne. Das Sample ist ein, irgendjemand hat es hier in der Community schon, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, Drum Addict müsste das gewesen sein. Dann hören wir jetzt, was ich jetzt quasi noch aus der letzten Runde aus dem Tribe Sample gemacht habe. Ja, voll. Nee, wirklich, ich fühle das richtig. Ich bin gerade richtig hyped. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich bin gerade richtig hyped. Der Stream geht noch 5 Stunden. Wir machen den Song einfach fertig. Ich schreibe jetzt kurz, dann nehme ich auf und mische den ab und blau, morgen releasen wir den. Ihr wisst, was es ist. Let's go. Life is good. Wenn ich hyped bin, schreibe ich so ein Ding auch einfach in 20 Minuten fertig. Ist einfach Fact. Komm, let's go. Nein, Schatz. Vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Sehr gerne. Mach's gut. Mach's gut. Peace. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, dass ihr wirklich, ey, fast 6 Stunden sind wir hier online. Wirklich beste fucking Community ever. Dankeschön.